Herzlich willkommen bei meinem kleinen Videotutorial. Ich zeige euch heute, wie man mit Microsoft Outlook 2010 RSS-Feeds aus dem Internet abonniert. Am einfachsten geht das Ganze mit Mozilla Firefox. Dann geht man auf die Seite, von der man den RSS-Feed abonnieren möchte, hier in dem Fall portnet.de und sucht nach dem dort zur Verfügung gestellten RSS-Feed. Hier sind zum Beispiel die RSS-Feeds von Supportnet, 4 Stück. Einmal die Forenübersicht, einmal die News, die Diskussionsgruppe und die FAQs, also die Tipps. Wenn man jetzt zum Beispiel die News abonnieren möchte mit dem Firefox, ist das ganz einfach. Man klickt drauf, kriegt die Seite mit den News, mit dem RSS-Feed und kann diesen direkt im Microsoft Outlook abonnieren. Kann ihn auch als dynamisches Lesezeichen abonnieren, eine andere Anwendung aussuchen. Aber Microsoft Outlook ist genau das, was wir hier wollen und wählen den hier aus. Startet sich automatisch Microsoft Outlook. Man kann noch ein paar Einstellungen vornehmen, zum Beispiel kann man den RSS-Feed umbenennen, Supportnet, Computer, News, Neuigkeiten, was auch immer, den Ordner wechseln. Man kann einstellen, dass automatisch auch die Anlagen für den RSS-Feed heruntergeladen wird und der vollständige Artikel als HTML schon mit dranhängt. Und dann mit Ja wird dieser Feed abonniert. Hier hat man dann die verschiedenen Feeds, 2-monatige Einspruchsfrist oder Mobile Webwatch und kann dann hier entweder den vollständigen Artikel sich angucken oder den Artikel auf der Internetseite von supportnet.de lesen. Mit dem Internet Explorer ist es nicht ganz so einfach. Der unterstützt zwar auch RSS-Feed, selbstverständlich, aber wenn ich hier einen RSS-Feed hinzufügen möchte, lande ich automatisch auf dem RSS-Feed vom Internet Explorer, der diese dann verwaltet. Die müsste ich dann erst nach Outlook, Microsoft Outlook bringen. Hier macht man es anders, hier nimmt man zum Beispiel sich die FAQs, Feed abonnieren, geht nicht, also nimmt man sich die Internetseite, Steuerung C, oder kopieren und rechte Maustaste, neuen RSS-Feed hinzufügen, V, darauf achten, HTTP ist wichtig, sonst funktioniert es nicht, und hinzufügen, die gleichen Einstellungen wie vorhin, Supportnet, FAQ, abonnieren. Werden auch automatisch sofort die letzten heruntergeladen und dann kann man sich hier auch den kompletten Artikel anzeigen lassen, wenn einen die Vorschau schon entsprechend angesprochen hat, dass einen das interessiert. So, die dritte und letzte Möglichkeit ist über die Kontoeinstellungen RSS-Feeds. Hier ist es das gleiche Prinzip. Der RSS-Feed wird per Copy and Paste eingefügt, hinzugefügt und hier kann man die abonnierten Feeds auch wieder löschen. Damit geht das Abonnement verloren, die Daten bleiben erhalten, die ganzen Seiten, die man sich aus dem Internet dabei heruntergeladen hat, wenn ein vollständiger Artikel dabei ist, kann man nachher immer noch lesen. Wenn einem das auch zu viel ist und man das nicht mehr haben möchte, kann man den kompletten Ordner löschen. Dazu rechte Maustaste auf den Ordner, Ordner löschen. So, das war es von meiner Seite. Wenn man hier noch weiter interessiert ist, es gibt auch andere Möglichkeiten, RSS-Feeds in Outlook zu abonnieren. Dazu gibt es hier auf dieser Startseite, fügen Sie einen RSS-Feed hinzu, ausführliche Anleitungen, 4 verschiedene Wege über den Internet Explorer zu importieren, über manuelle Eingabe und so weiter und so fort, über eine WML-Datei, einzeln, schrittweise, sehr ausführlich erklärt. Dann danke ich fürs Zuhören und wünsche noch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.